Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hauptupdate in diesem Jahr, die Version IMI 2023. Ich möchte Ihnen heute in diesem kurzen Video die wesentlichen Neuerungen vorstellen. Dazu gehören die Einführung von automatisierten Pegeltabellen an Emissionspunkten im Lageplan, das Aufheben der Beschränkungen beim Import von Gebäudedaten unabhängig von ihrer Ausbaustufe, sowie ein komplett neu überarbeiteter Dialog zum Import von digitalen Geländedaten, inklusive dem neuen Geodatenformat, das GeoTIFF mit Höhenpunktinformationen. Außerdem haben wir uns in dieser Version wieder auf die Fehlerbehebung und die Qualitätssicherung konzentriert. Alle weiteren Neuerungen können Sie wie gewohnt im Dokument Was ist neu in der Version im internen Bereich unserer Website herunterladen und nachlesen. Als erstes möchte ich mich nun auf die automatisierten Pegeltabellen konzentrieren und diese in der Oberfläche zeigen. Dazu wechsle ich in das IMI. Ich habe ein Beispiel hier vorbereitet. Sie sehen den Lageplan mit einem Gebäude, an dem an unterschiedlichen Hausfassaden Emissionspunkte gesetzt wurden und die Berechnungsergebnisse werden hier angezeigt. Die Pegeltabellen kann man jetzt hier automatisiert erzeugen, über den Button Planinhalt festlegen und einfach unter Darstellung auf Tabelle wechseln. Ich übernehme hier sämtliche Voreinstellungen zur Farbe, zur Fondsgröße, zur Schriftgröße und bestätige die Eingabe mit OK. Die Pegeltabellen werden dann hier zum jeweiligen Emissionspunkt in den unterschiedlichen Höhen mit Anzeige des Beurteilungszeitraumes und natürlich des Ergebnisses angezeigt. Diese Pegeltabellen lassen sich leicht verschieben mit der Maus. Die zweite Neuerung, die ich vorzeigen möchte, ist der Import von digitalen Geländedaten. Auch hierfür habe ich ein Beispiel vorbereitet aus frei verfügbaren Daten. Und für diesen Bereich, wo meine Gebäude sind, möchte ich Geländedaten importieren. Der Dialog wird gestartet, wie gewohnt, hier links oben aus der Werkzeugkiste. Und wir beginnen hier mit dem Button Import digitaler Geländedaten. Die verfügbaren Datenformate sehen Sie hier links oben und im unteren Teil eine Vorschau des Lageplans. Sie werden hier die bekannten Formate angezeigt. Neu möchte ich hier das GeoTIFF einlesen. Über Datei laden wähle ich die vier verfügbaren Dateien aus, die mir dann hier unten im Lageplan braun schraffiert und braun umrandet angezeigt werden. Zur besseren Orientierung wird hier jeweils in der Mitte noch der Dateiname angezeigt. Mit dem grün schraffierten Rechteck kann ich jetzt mir den Bereich eingrenzen, für den ich die Höhendaten importieren möchte. Das kann ich einfach mit der Maus ziehen und mir den Bereich so zurechtlegen. Als Aktionen stehen mir nur der Import der Höhenpunkte zur Verfügung, optional ein IMI-digitales Geländemodell erstellen oder die Daten über den WIP-Algorithmus zu vereinfachen. Ich wähle hier Höhenpunktdaten importieren, klicke auf Gelände erstellen, die Höhenpunkte werden importiert. Ich kann alle Dialoge schließen und die Höhenpunkte werden mir hier im Lageplan angezeigt. Eingestellt habe ich hier über die rechte Maustaste als farbiges Pixel. Das soll auch schon der kurze Überblick gewesen sein zur neuen Version. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen Version und bei der Bearbeitung Ihrer Projekte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.